Ja, wir sind ja bei den Scottish Open diese Woche. Wunderschöner Linksplatz hier direkt an der Küste. Das Wetter soll leider nicht ganz so gut werden die ganze Woche, wie es gerade ist. Das wird sicher ein sehr entscheidender Faktor sein. Es soll sehr windig werden, zwischendurch auch mal regnen. Aber es ist natürlich eine gute Challenge dann. Der Platz spielt sich relativ einfach auch ohne Wind, weil er sich relativ kurz spielt. Es hat zwar auch viel geregnet hier in den letzten Wochen und der Platz ist auch für einen Linksplatz jetzt auch, würde ich sagen, relativ weich in Anführungsstrichen, aber es ist trotzdem natürlich schon noch, spielt sich schon noch relativ hart, trotz des ganzen Regens. Allerdings halt nicht so hart wie in den letzten Jahren. Ansonsten die Grüns sind hier sehr tricky. Vom Tee ist er recht einfach der Platz. Also man hat viele kurze Eisen dann auch rein, muss sich dann halt, wenn das Wetter hält, auch viele Birdie-Chancen erarbeiten, aber die Grüns sind sehr tricky. Man ist sehr onduliert, manche finde ich sind ein bisschen sehr extrem onduliert. Also man muss sich schon mit den Grüns hier beschäftigen im Vorfeld, um wirklich auch ein gutes Gefühl zu kriegen, wo man die hinschlagen muss. Die richtigen Seiten treffen, und wenn man die richtigen Seiten trifft, hat man halt auch viele Birdie-Chancen und da muss man die Putts lochen.